Ich habe bisher nur die gute Seite der Welt kennengelernt, wollte aber auch sehen, bevor ich mich ins Studium stürme, wie es anders auf der Welt zugeht. Für diese Schule wurde im Juli von euch der Spendenlauf organisiert, wofür ich euch schon mal sehr herzlich danke. Im Juli 13.500 Euro. Ihr fragt euch bestimmt, was nun mit dem Geld geschehen ist. Als erstes wollte ich unbedingt den Speisesaal renovieren. Das war Punkt Nummer 1. Wir haben die Kinder gerade angestrichen. Das war ein sehr schöner Tag, das haben die genossen. Hier unser Baumeister legt sie dir, wie wir es von außen angemalt haben, und sieht dir, wie es dann final aussah. Ich habe immer gesagt, a deaf child is not disabled, it just cannot hear. Was ihr für die Kinder gemacht habt, ist wirklich unglaublich und wird vieles verändern. 13.500 Euro mögen nicht viel klingen hier in Deutschland, aber in Uganda ist es eine Menge Geld, was vieles verändern wird. Wie ihr seht, wird die Schule Stromanschluss haben, werden die Kinder Jobaussichten haben, eine Zukunft haben, und Gehörlose werden vielleicht das erste Mal in Uganda wirklich Perspektiven im Leben haben.